Hallo ihr Lieben, die Zeiten sind heiß und ich sorge jetzt mal für ein bisschen Sommerfrische und zwar in Form von kühlen, frischen, süß-sauren Beeren, die so herrlich durstlöschend sind und auch so vitaminreich. Ich zeige euch ein paar tolle Rezepte und schöne Ideen damit. Fangen wir erstmal an mit einem schönen kalten Eiskonfekt. Hier schmilzt die weiße Schokolade im Wasserbad und hinten schmilzt das Kokosöl gleich ein bisschen mit. Das brauchen wir jetzt am Boden. Ösel schmelzt sich jetzt mit dem Kokosöl. Ihr könnt auch Butter nehmen. Macht das einfach frei Schnauze, da gibt es keine Mengenangabe. Am Schluss müssen die Brösel gut benetzt sein, aber nicht zu flüssig. So schaut's aus. Das ist übrigens auch die Basis für unsere kleinen Beerentörtchen. Käsekuchenmasse, dieser einfache Grundboden und Beeren. Jetzt wird immer ein bisschen Teig, ein Löffelchen von der flüssigen Schokolade und eine Beere in ein Eiswürfelförmchen gegeben. So kommt es jetzt in die Tiefkühltruhe. Die einfachste Idee mit Beeren für Nichtköche ist, die Beeren einfach in Eiswürfel einzufrieren. Das ist herrlich. Dann hat man diese Wasserkaraffe und langsam schmilzt das. Die Beeren schwimmen im Wasser oder auch im Sekt. Schmeckt auch hervorragend. Jetzt gibt es noch ein paar mehr Ideen. Ihr könnt herrliche Käsetörtchen machen aus Beeren. Die haben denselben Boden wie das Eiskonfekt. Auch einfach nur so als Deko auf den Tisch stellen, auch, ist auch ganz wunderschön bei Beeren. Ihr könnt das Eiskonfekt wie hier schwimmend servieren in einem kleinen Glasschüsselchen in eiskaltem Wasser. Dann hält das länger frisch. Oder ihr macht einen leckeren Beeren-Smoothie. Ganz einfach aus Banane, Joghurt, Beeren und auf Wunsch noch anderes Obst nach Geschmack. Hier noch eine ganz besondere Deko, die unsere Stylistin und Floristin Anita für uns gemacht hat. Sie serviert ihre Beeren in Eiswaffeln. Das ist eine tolle Alternative für heiße Tage. Am Schluss zeige ich euch noch ganz schnell, wie man diese Johannisbeeren von ihren Rispen bringt, nämlich einfach mit der Gabel. Das geht ganz, ganz schnell und man hat saubere Finger dabei. Ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht, jetzt mal wieder zum Beerenpflücken zu gehen, in diesen Plantagen, wo man selber pflücken kann oder im Garten oder einfach im Supermarkt kaufen. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle und tschüss.